So, dafür sollten wir mit dem hier quatschen. Oh, Entschuldigung, mit ihr quatschen. Manchmal erkenne ich das nicht. Ich müsste mal auf den Schwanz gucken, um zu wissen, ob Männchen oder Weibchen. Und das klang jetzt sehr, sehr komisch. Okay, wollt ein wenig euren Ruf aufpolieren? Wenn ihr ein paar Fragen über Almoras Massaker beantworten könnt, habt ihr es euch verdient. Ach du meine Güte. Almoras Massaker, vielleicht könnt ihr mein Gedächtnis ein wenig auffrischen, ja bitte. Ihr habt Glück, ich könnte diese Geschichte immer wieder erzählen. Almora Seelenhüter war Tribun der Blutlegion. Gerade als sie mit ihrem Trupp auf Patrouille war, strich der Altrache Kralkatorik oder sowas über diese Gegend. Ganz kurz, bevor ich weitermache. Ich finde das total toll, weil ich kenne die Aufgabe schon. Und ich glaube, ich bin dreimal durch die Prüfung gefallen. Und ich glaube, das wird doch jetzt ziemlich peinlich werden. Weil ich nicht mehr weiß, was man sich da alles hat merken müssen. Okay, also wir merken uns einfach Almora Seelenhüter. Wir merken uns Blutlegion und Kralkatorik. Wie auch immer, ne? So, und die war mit ihrem Trupp auf Patrouille. Merken wir uns. Gehört das zur Prüfung? Vielleicht. Ihr Trupp erlag dem Drachenodem und wurde zu Gebrandmarkten. Sie allein überlebte, was natürlich die Entscheidung von ihr verlangte, ob sie die Kreaturen töten sollte, die noch vor kurzem ihre Kameraden gewesen waren. Was ist damit? Gehört das zur Prüfung? Vielleicht. Nachdem sie diese Bedrohung aus erster Hand erlebt hatte, schwor sie bei ihrem gefallenen Trupp, die Altdrachen und ihre Handlanger zu vernichten. Aus diesem Grund gründete sie die Wachsam. Ja, ja, das weiß ich alles. Ich bin bereit für die Prüfung. Oh Gott. Okay, dann wollen wir mal sehen, wie klug ihr seid. Erste Frage. Wie heißt Almora Seelenhüters Legion? Eisenlegion, Aschelegion oder Blutlegion? Ja, das war die Blutlegion. Welchen Rang bekleidete Almora Seelenhüter in ihrer Legion? Imperator, Tribun oder Legionär? Das war das zweite. Womit waren Almora und ihr Trupp vor dem Vorfall beschäftigt? Sie waren im Osten Askalons auf Patrouille, sie führten einen Angriff auf Ebonfalke durch, sie eskortierten eine Karawane nach Norden in die Flammenklammberge. Ja, die war auf Patrouille, oder? Was ist mit ihrem Trupp geschehen? Den hat der Altrache Kralkatorik verschlungen. Der Trupp hat sie im Stich gelassen und ist geflohen. Ihr Trupp wurde vom Drachen verdorben und sie war gezwungen, ihre Kameraden zu töten. War das das Letzte? Ich weiß es nicht mehr. Letzte Frage. Was geschah mit Almora Seelenhüter nach dem Angriff von Kralkatorik auf ihrem Trupp? Sie starb im heroischen Kampf gegen Kralkatorik. Sie verließ die Legion und gründete die Wachsamen. Sie ging in den Ruhestand und serviert jetzt Getränke in der schwarzen Zitadelle. Ja, sie gründete die Wachsamen. Nun, mehr Fragen habe ich nicht. Habt ihr noch mehr Fragen? Hier habe ich mich geschlagen. Ausgezeichnet! Oh, yippie. Glückwunsch! Ich will doch hoffen, ihr verarbeitet diese Geschichte und folgt dem Beispiel Almora Seelenhüters. Ihr verbreitet, nicht verarbeitet. Und schließt euch den Wachsamen an. Oh, yippie, wie schön! Das freut mich gerade, dass wir das auf Anhieb geschafft haben. Ich weiß nicht, damals bin ich wirklich ziemlich oft durch die Prüfung gefallen. Also jetzt hier bei dem... Nicht in der Schule, sondern hier bei dem ganzen Gedönse. Obwohl ich in der Schule auch immer so eher ein Durchschnittskind war, möchte ich sagen. Aber es soll jetzt hier nicht um meine Schule gehen. So, da unten passt, ne? Ja, passt. Dann gehen wir mal da zu der Wegmarke hin. Dü-dü-dü. Ach, jetzt haben wir hier so schöne Düdeli-Musik. Musik? Manchmal weiß ich nicht, was mit mir los ist. Oh, da haben wir wieder so ein paar komische Verschlinger, die hoffentlich nicht ausgepeitscht werden. Da haben sich ja auch viele Leute... Ja, drüber ausgelassen, also was heißt ausgelassen, aber auch gesagt, dass sie das nicht so toll finden, dass es da so Aufgaben gibt mit Auspeitschen und all so ein Gedöns. Andere wiederum haben gesagt, ach naja, ist ja nur ein Spiel. Und dass sie das gar nicht so schlimm fanden, ist natürlich auch irgendwo richtig, ne? Ist ja wirklich nur ein Spiel, so gesehen. Achso, wir haben ja noch ein paar Drachenkisten, die wir öffnen können. Dumm-di-dumm-di-dumm. Was ist das jetzt hier? Feuerwerk. Oh, wollen wir mal ein Feuerwerk machen? So. Zum Benutzen doppelklicken. Okay, doppelklicken. Und? Sollte man ein Feuerwerk nicht wegwerfen? Das ist ja eher eine Wunderkerze, oder? Blaues Feuerwerk, grünes Feuerwerk, rotes. Oh, ein grünes. Oh, oh. Ui, frohes neues Jahr. Und noch ein orangenes. Oder ein rotes. Was war das? Und? Ui, frohes neues Jahr. Und noch ein blaues. Frohes neues Jahr. Ach, ist das cool.
Das ist ja lustig. Okay, wie lange bleibt das jetzt hier? Können wir hier eigentlich auch alle auf einmal? Guck mal hier. Ach so, nee, schade. Es geht dann erst. Oh nein, Verschlinger, geh weg. Sonst brennt dir der Hintern. Oh Gott, nein, das Arme. Ich dachte, man kann vielleicht so alle nebeneinander machen. Das wäre cool gewesen, dass man dann mal so jede Farbe hat. Okay, komm, ist gut, Schei. Du bist ja hier, um zu kämpfen und nicht, um irgendwie Spaß zu haben. Da haben wir noch ein paar Fertigkeitspunkte gibt es hier vielleicht, oder? Ist in den anderen Gebieten auch so viel gewesen? Das kommt mir gerade irgendwie alles ziemlich geballt vor. Aber naja, was soll's. Wenn das wieder so eine lustige Aufgabe ist, wovon ich mal nicht ausgehe. Manchmal, ich überhole mich schon wieder selber beim Reden. Langsam reden. Dann klappt es auch einigermaßen. Und nicht so nuscheln. Das Problem habe ich nämlich auch ganz oft. Aber ich rede schon immer ziemlich schnell. Das ist irgendwie, ich weiß auch nicht, muss ich hier reinspringen? Muss ich hier reinhüpfen oder bin ich dann tot? Ah, da. Naja, wird schon passen, ne? Aber gerade so. Oh. Muss wach bleiben. Muss. Warum musst du denn wach bleiben? Ich könnte schlafen, bis die Blätter von den Bäumen fallen. Ich könnte schlafen, bis ihr alt und grau seid. Ich könnte schlafen, bis... Nein, ich muss wach bleiben. Macht einen Übungskampf mit mir, das dürfte funktionieren. Und warum bist du so müde? Das ist Magie. Ich habe durch die Fenster eines Turmes geschaut und gesehen, wie ein Zauberer Tränke gemischt hat. Er hat mich mit einer magischen Schläfrigkeit belegt. Seitdem schlafe ich fast die ganze Zeit. Es ist ein Schlaf ohne Träume von meinen Tieren oder meinem Partner. Und wieso willst du wach bleiben? Sein Leben zu verschlafen ist nicht gut. Ich verpasse so viel, wenn ich schlafe. Ich bin des Schlafen so leid. Ja, da hast du so recht, ne? Mann, Mann, Mann. Echt mal. Man sollte sein Leben wirklich nicht verschlafen. Da hast du was Tolles gesagt, mein Guter. Für höhere Gerechtigkeit. So, dann machen wir mal einen Übungskampf, damit du wieder fit wirst. Ihr haltet mich wach. Und ich übe mit ja, mit Prügel. Finde ich nicht so schön. Ehrlich gesagt. Aber du wolltest den Kampf, ja. Das ist auch vollkommen in Ordnung. Vielleicht damit du fit bleibst. Ich weiß es ja nicht. Das ist ja auch eine schöne Sache. Weil hier wirst du ja nicht so viele Leute zu kämpfen haben. Zum Kämpfen haben. Ah, da steht heilt Tiergefährten. Aber der hat doch gar keinen. Oder ruft er gleich noch irgendwie ein? Das kann natürlich sein. Macht bewegungsunfähig, verursacht Schwächung, Verwundbarkeit und Blutung. Ja, meine Güte, der Kollege kann aber auch alles Mögliche, ne? Aber gut, so ein Riese, der ist natürlich auch nicht ohne. Muss man ja auch mal sagen, sitzt da irgendwie unser Geist auf seinen vier Buchstaben und zaubert ein bisschen vor sich hin oder sieht das nur so aus? Naja, ist ja auch wurscht. So, zack, da haben wir es. Bitteschön. Ich bin doch wach. Ihr seid gut. Ach, das möchte ich auch meinen. Und ich glaube, achso, nee, kommen wir jetzt hier so raus, ansonsten porten wir uns raus. Ja, wir hätten wahrscheinlich auch einfach hier reingehen können, anstatt uns einfach so von oben runterfallen zu lassen. Aber naja, was soll's, ist ja egal. Kommen wir hier raus? Achso, vielleicht müssen wir tauchen. Na, tauch mal ab, Schei. Wo geht's denn hier raus? Wo geht's denn hier raus? So, die ganzen Skelk, die lasse ich mal in Ruhe. Schnell wieder aus dem Wasser raus am besten, sonst rostet die Rüstung. Na, so, mal gucken, ob wir jetzt noch ein paar Skelk an der Backe haben. Ja, ach, kaum der Rede wert. Ach, der eine ist wieder zurückgegangen. Ach nee, der hat sich nur getarnt. Na gut, ja, das ist sehr gut. Nee, dass du jetzt von hinten angreifst, finde ich echt doof. So, ich möchte bitte beide vor mir haben. Ja, der tarnt sich aber oft hier, ne? Der links. So, komm her, ich hau dich jetzt kaputt. Dann brauchst du dich nicht mehr tarnen. Ey, so, bleib hier. So, prima, prächtig. Jetzt muss ich nochmal gerade auf die Karte gucken. Da unten haben wir noch eine Sehenswürdigkeit. Und das gehört das hier auch noch dazu. Das ist doch schon wieder ein anderes Gebiet. Dann wir holen mal oder versuchen mal die Sehenswürdigkeit da vorne noch zu holen. Bevor wir die wieder vergessen. Wir dürfen nicht vergessen, die aus dem Wasser zu holen. Das weiß ich. Da muss ich dann aber nochmal nachschauen, wie es scheint. Weil das habe ich irgendwie nicht gebacken gekriegt. Das war mir irgendwie ein bisschen zu hoch. Und irgendwo waren wir doch gewesen. Da haben wir doch irgendwie ganz schön viele Gebiete ausgelassen. Wisst ihr noch? Ich weiß nicht mehr, wo das war. Naja, egal. Wir müssen anscheinend hier hinein. Und dafür müssen wir uns hier durch diese Flammenlegion wieder prügeln. Boah, die haben aber Schwerter, ne? Die Char, also... Eieieiei, ganz schön übel.
Aber das sind ja auch große, große Tiere. Die brauchen auch große, große Waffen. Wobei die ja eigentlich mit ihren Pranken schon alles irgendwie auseinandernehmen könnten, ne? Dass die noch Waffen haben, ist eigentlich ziemlich fies. Weil guck mal, die haben Hörner. Haben die Hörner? Ja, haben die Weibchen auch Hörner? Oder nur die Männchen? Obwohl, wenn man die nur anhand des Schwanzes unterscheiden kann, dann werden wahrscheinlich beide Hörner haben, ne? Ich weiß das gar nicht mehr, dabei haben wir schon so oft mit der Almora und so weiter gequatscht. Und irgendwie habe ich nie so auf ihre Hörner geachtet. Nur auf ihren Schwanz. So, dann haben wir das hier also auch. Ich weiß auch nicht, ich bin manchmal ein bisschen versaut, tut mir leid. So. Wir können natürlich auch hier runterboarden und dann mal da rechts rumgehen. Ne? Wisst ihr, wie ich meine? Dann gehen wir mal hier entlang. Huch, hallo schwarzes Widder. So. Weil wir haben ja angefangen, ne? In den Eisensümpfen haben wir hier angefangen. Und oh, was für eine hübsche Brücke. Und dann gehen wir jetzt einfach mal hier gucken. Blutflossensee entdeckt. Na, der klingt ja mal wieder sehr einladend. Da haben wir wieder so ein komisches Hologramm. So, jetzt wo wir das gerade mal freigeschaltet haben, kann ich ja mal gucken. Ja, da haben wir schon mal einen Aussichtspunkt, eine Wegmarke und da haben wir eine Sehenswürdigkeit. Und das hier gehört auf jeden Fall zu dem anderen Gedöns. Ach, guck mal, hier. Ach so, ach Quatsch, nie vergesst es. Ich war gerade irgendwie komplett auf dem falschen Dampfer gewesen. Das aktivieren wir dabei nicht. Weil ich immer noch nicht weiß, für was das eigentlich gedacht ist. Da muss ich mich wirklich, wirklich, wirklich mal einlesen. Vielleicht habe ich es ja bis jetzt auch schon gemacht, auch wenn ich nicht dran glaube. So, hallo Flusslindwurm. Du stehst mir gerade leider so ein bisschen im Wege. Und deswegen muss ich dich umhauen. So sieht's nämlich mal aus. Ach. Du mal mit deinem, das war knapp. Hat's gemacht. So, dann gehen wir mal da vorne die Wegmarke holen. Die ist mir erstmal wichtiger. Das kennt ihr ja, aber ich glaube, das macht wahrscheinlich jeder so. Dass der immer erst die Wegmarken freischaltet. Hoppala. Ist einfach besser, wenn man stirbt. Oh, oh, da sind wieder ein paar NPCs, die irgendwie so ein bisschen... Ja, zack, auf den Latz kriegen. Oh, bitte nicht blocken, bitte nicht blocken, bitte nicht blocken. Ich flehe dich an. Das wäre wirklich ganz toll. Oh, und da hinten, ich dachte gerade, das wäre eine Magierin, aber das ist eine Bogenschützin. So. Die sehen ja lustig aus. Ach, du musst doch nicht stehen, du musst nur kämpfen. Und wenn du das im Sitzen oder im Liegen besser kannst... Dann soll mir das durchaus recht sein. So, dann wollen wir die mal wiederbeleben. Vielleicht brauchen wir die. Was haben wir denn hier? Unterstützt die Eisenlegion beim Einreißen des Askalonischen Walls. Feuert Kanonen gegen den Wall, um ihn zu zerstören und werft die Trümmer ins Wasser. Vernichtet alle Geister, die den Wall wieder aufbauen. Okay. Prima. Was für eine Mauer, was für ein Wall, was für Kanonen und überhaupt. So, dich hier möchte ich auch mal wiederbeleben. Ach so, das war der Questgeber. Okay, dann wollen wir mal mit dem quatschen. Der kann uns ja bestimmt erzählen, was hier Sache ist. Aber ich darf auch gar nicht hier irgendwie an die Waffe ran, oder was? Ah, okay, wartet mal. Werfen. Ja. Oh. Hallo, interagieren. Ihr benötigt eine Kanonenkugel, um dieses Geschütz abzufeuern. Ja, hier liegt auch gerade zufällig gar keine Kanonenkugel daneben. Das ist wirklich schon ein bisschen doof gemacht, ne? Blödes Spiel. Nee, Quatsch. Ich wollte mal gucken, ob wir hier irgendwo noch eine Kanonenkugel... Ist da nur eine Kanone? Die wollen mit einer Kanone da irgendwie das Ding da hinten einreißen, oder was? Hä? Oder hier? Was wollen die denn machen? Hier? Wollen die das hier einreißen? Das Ding da einreißen? Ich weiß noch nicht so ganz genau, was hier Sache ist. So, wir nehmen die mal. Interagieren. Oh, Bums. Ach so, dann schießt er da hinten in die... Alles klar. Sammelt die Steine auf, bevor sie sie wieder einsetzen. Ach, und dann... Aha, alles klar. Naja gut, wir quatschen aber erstmal mit dem Typen hier, damit ich mal weiß, was überhaupt Sache ist.